Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 26. Februar 2024. Ja, was macht man, wenn es nicht so schönes Wetter hat, wenn Wolken sind, bisschen Wind, einfach unterwegs sein. Und ich nehme euch mal ein bisschen mit. Wir fahren jetzt nochmal nach Playa de Ingles. Erstmal den Aussichtspunkt, das Wetter von oben ansehen, dann mal Richtung Jumbo Center, Richtung Strand und dann ja vielleicht nochmal zurück nach Vecindario war ich heute, aber da hat es jetzt nicht so was Lohnenswertes gegeben zum Aufnehmen. Ich mache jetzt mal alles fest und werde dann auch während der Fahrt, soweit es der Wind zulässt, noch ein bisschen reden. So, Kamera passt, Mikro ist dazu geschaltet. Dass ich es nicht vergesse, der erste Kommentar heute, den ich ansprechen möchte, ist: Wie so oft geht es um Mietangebote suchen. Viele Menschen sind auf der Suche oder möchten sich nur erstmal orientieren, damit sie sehen, was kostet denn sowas. Man geht ins Internet und gibt dann ein, zu mieten gesucht, Maspalomas, und kommt dann unweigerlich auf die Adresse von Idealista. Idealista, gelbes Zeichen. So. Und da wurde ich heute gefragt, ja, ob man denn da 100% trauen kann. Und es gibt ja Datenschutzgründe. Viele geben die Adresse nicht an. Ist ja klar, wenn man die Adresse angibt, hat die Fotos, dann könnte ja jeder hingehen. Dann stehen die Menschen am Gartenzaun, schauen ins Haus und die Bewohner fühlen sich dann belästigt. Also das ist schon, aber auch manchmal, ja, um die Menschen neugierig zu machen. Wo ist denn das? Findet man nicht, dann ruft man an. Ihr müsst bedenken, dass Idealista nur eine Plattform ist. Das heißt, die distanzieren sich auch von der Richtigkeit der Angaben. Ich kann mich anmelden, paar Daten und dann bin ich drin bei Idealista als Privat oder als Geschäft. Das muss man angeben. Da gibt es auch manchmal welche, die geben privat an. Und dann meldet sich da jemand und der sagt, ja, das ist privat, aber der Bungalow ist im Moment bei einer Immobiliengesellschaft. Also, ob man das 100% empfehlen kann, sage ich ganz klar, 100% nein. Aber 100% ist heute so und so ganz schwierig. Also, ich würde immer sagen, denk dran, es ist ein Portal, eine Plattform und jeder kann da sozusagen die Plattform nutzen oder benutzen. Jetzt sind wir hier oben am Aussichtspunkt Mirador de Maspalomas, so heißt der Punkt hier, mit dem Blick auf Maspalomas und den Campo Internacional. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin. Ja, alles ein bisschen diesig heute, ein bisschen verschwommen. Nicht ganz so schönes Wetter, wie man sich erhofft hat. So, nochmals Infoplan B, wenn man mal was anderes machen möchte wie Strand, Bungalow oder Hotel, dann kann man auf den Plan B zurückgreifen. Ich möchte es nicht immer extra groß anpreisen. Das ist ein Reiseleiter, ein Reiseführer, den könnt ihr bekommen. Am Ende des Videos ist immer ein kleines zusätzliches Video angehängt und da könnt ihr die Information rausbekommen, was der Plan B ist und wie ihr ihn bekommen könnt. Also ganz einfach bis zum Ende des Videos gucken, dann wisst ihr Bescheid. So, Temperatur wie angekündigt 26 Grad hier und wir fahren jetzt mal Richtung Jumbo Center. Kurzer Kameracheck. Ja, vielleicht eine Notiz zur gesetzlichen Krankenversicherung hier in Spanien. Ich war mit einem Bekannten heute bei dem Centro de Salud, Gesundheitszentrum in Santa Lucia. Und ja, er hatte Untersuchungen und hat sozusagen Ergebnis bekommen. Um das geht es aber nicht, sondern so eine kleine Besonderheit.
Man kann sich die App runterladen, wenn man in diesem Verein ist, in diesem Seguridad Social Zusammenschluss, also krankenversichert. Dann kann man eine App runterladen und die heißt Meine Geschichte. Und da sind alle Krankendaten und Akten also hinterlegt. Das heißt, die kann man sich dann selber abrufen. Die Blutwerte, die Untersuchungsergebnisse und. Also, vielleicht mal nur zur Info. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, ob es da Ähnliches gibt. Auf jeden Fall kann man sich da einen Zugang verschaffen. Da muss man aber natürlich schon sich genau ausweisen. Und ich glaube, man muss auch einmal irgendwo persönlich erscheinen. Und dann kriegt man den Zugang, seinen Zugangscode und kann dann auf seine kompletten Krankenakten zurückgreifen. Wir fahren jetzt hier vorbei am Rias Bajas. Gut essen kann man hier, wir haben es berichtet, am Jumbo-Zentrum vorbei, Minigolfplatz. Da schaut jemand und vergisst das Autofahren dabei. So, wir machen es uns heute einfach. Wir fahren einmal. Hopsa, jetzt ist wieder viel Himmel drauf. So, wir fahren einmal die Straße. Ja, durchs Ein- und Ausschnaufen verschiebt sich auch die Halterung. Wir fahren jetzt einmal ums Jumbo-Zentrum herum und an einer Stelle bleibe ich dann stehen. So, hier an der Apotheke vorbei. An der Moschee vorbei. Und dann ganz einfach um die Linkskurve und dann bleiben wir da irgendwo stehen und schauen ganz einfach mal schnell hinunter. Ja, viele Menschen sind begeistert von den Fahrten mit dem Roller und ich muss sagen, man sieht halt ein bisschen mehr, ein bisschen schneller was. Das ist gar nicht verkehrt. So, ich halte jetzt hier mal an. So schnell geht's und man ist dann schon mittendrin statt nur dabei. Wir werfen jetzt nur mal einen Blick auf die Bühne, auf das Zentrum. Das machen wir jetzt einmal von da vorne. Nur der kurze Abstecher heute. Keine große Reportage, das kommt noch. Kurz vorher, am 5. werde ich mich hier aufhalten und dann berichten. Aber hier hat man halt immer doch den besten Überblick. Oh, die Bühne ist natürlich schon ganz schön gewachsen. Tja, schaut euch das an. Da ist schon richtig was zu sehen. So, und hier liegen die Einzelteile, die vorgefertigten Teile. So sieht das aus. Ich sage mal, wie viele Tage haben wir noch? 11 Tage. So, kurzer Abstecher hier zum Jumbo-Zentrum. So wächst das Ganze. Das sind die freundlichen Mitarbeiter hier vom Radio Luxemburg. Nein. Also, so sieht's aus. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Viel Musik, viel laut. Und ja, viel Spaß natürlich. Ja, jetzt geht's hier wieder zurück. Da vorne auf der anderen Seite das Hotel Neptuno, auch ein ganz beliebtes, aber natürlich jetzt auch, ja, ich sag mal, der Geräuschkulisse ausgesetztes Hotel, sollte man wissen, wenn man jetzt hier bucht. Da wird es kein Zimmer mehr geben.
So, weiter geht's. So, hat vielleicht der ein oder andere auch noch nicht gewusst, dass man hier rumfahren kann. Das ist für den öffentlichen Verkehr. Und wenn man mal ganz schnell was erledigen muss, dann gibt es hier schon die Möglichkeit, mal zu parken. Der ein oder andere Parkplatz ist immer frei. Hier zum Beispiel jetzt gerade eine, hier rechts eine, da vorne nochmal zwei. Also ihr habt hier die Möglichkeit, wenn man mal schnell was erledigen muss, hier in der Nähe, dann auch unterzukommen. So, hier geht es wieder zum Rias Bachas. Und jetzt geht's. Wo geht's hin? Noch einmal hier. Hier wieder Minigolfplatz. Die Einfahrt und wir fahren um den Kreisel. Das Touristikbüro ist hier für alle Informationen rund um den Tourismus auf Gran Canaria. Bushaltestellen hier, die nächstgelegenen vom Jumbo Center. Der 30er, der fährt Campo Faro, 66er, der Bus Express nach Flughafen zum Flughafen. So, und ich fahre jetzt hier über die Straße, die zum Strand führt. Und jetzt hier Richtung Kuka, Atindana hier links, Bungalows mit Parkplatz neben dem Haus. Vorbei am Maritim Playa. Jetzt noch nicht vor uns, das Maritim Playa. Ganz bekannt, Roland, der sympathische Inhaber. So, hier ist der Eingang vom Hotel Maritim Playa. So, da vorne ist unser Wasserlieferant, Agua de Terror. Der kommt bei uns immer donnerstags. Und jetzt geht es hier Richtung Strand. Da schauen wir auch noch mal runter. Wir müssen ja ein bisschen was sehen. Zumindest aus der Ferne. Warm ist es jetzt hier nicht mehr so warm. Also ich würde sagen 24 Grad. Hier am HL Suite Hotel vorbei hatte ich auch Gäste am Freitag.
Aber ich glaube, die sind heute wieder oder fahren morgen wieder ab. Casablanca, San Nicolas, hier auch beliebte Anlage, Gäste gehabt, sehr zufrieden. So, und jetzt hier mal ein kurzer Boxenstopp am Container. Ja, so schnell geht es und schon ist man wieder am Wasser. Ja, auf einer Insel kein großes Problem. Irgendwo geht es dann immer zum Wasser. Ja, nochmals recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, für eure netten Kommentare. Auch jetzt eben bezüglich der Kommentare, die Kommentare. Ihr wisst, was ich meine. Also ich mache so weiter, wie ich mir das denke. Es sind viele Informationen dazu gekommen und ja, dafür bedanke ich mich recht herzlich. So, das schaut heute alles ein bisschen ungemütlich aus. Hier ist auch eine rote Fahne hier unten. Das bedeutet Baden verboten eigentlich. Der Blick hier jetzt nach Playa de Ingles oder über Playa de Ingles nach Maspalomas. So, jetzt hier mal die Strandpromenade, ein bisschen mit Zoom, solange keiner jetzt mir direkt entgegenkommt. So, eine Anregung kam auch mal, ich sollte doch mal, oder ich habe es ja schon mal gemacht, einen Spruch des Tages und da kam eine Anregung, gibt es denn den Spruch des Tages nicht mehr, denke ich mir. Und heute Morgen beim Kurzwettervideo habe ich mir gedacht, Mensch jetzt Kinder, fürs Wetter brauche ich eigentlich so 35 Sekunden und dann sind ja noch, ja, sind da noch 20 Sekunden Zeit und da versuche ich jetzt euch mal am Morgen als Gruß einen kleinen, ja, Kurzwetterberichtsgruß geben. Wenn jemand einen schönen kleinen kurzen Spruch kennt, dann kann er den teilen, bitte dann aber im Kurzwettervideo, nicht hier, nicht hier, nicht hier und nicht beim Wetterfrüh, sondern dann da, wo ich den Spruch sende, im Kurzwetter-Video. Viele, die Anregung kam von einem Gast, ich weiß noch, haben wir uns getroffen in der La Sandia, im Restaurant beim Lucky, in der Larifari-Bar. Und da sagte der Mann zu mir, ja, ich habe ja nicht so viel Zeit, dass ich mir das Wetter anschauen kann. Wenn das jetzt ganz kurz wäre, würde ich es jeden Tag anschauen. So, habe ich gesagt, jetzt mache ich das Wetter in Kurzform. Gesagt, getan und seitdem gibt es das Wetter in Kurzform. Für die, die nicht viel Zeit haben. Und jetzt gibt es dann den Spruch des Tages noch mit dazu. Also morgen, hoffentlich vergesse ich es nicht. Ich hab mir schon einen Spruch rausgesucht. Und dann werde ich den zum Besten geben. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja, 55 Sekunden durchzusprechen, ohne Pause zu machen. Dafür ist die Begrüßung und das Ende auch immer ziemlich knapp. So, da vorne sehen wir auch das Schild Karneval. Der wird ja überall groß angekündigt. Und ja, ich nehme an, auch viele von euch werden ihn besuchen. Ich werde nicht dabei sein, denn ich habe eine andere Verabredung. Ich kann euch auch sagen, am 7. März, wenn die Eröffnung hier ist vom Karneval, werde ich, wenn alles gut geht, natürlich
in Bangkok sein. So, und hier steht's, Karneval Las Palomas, 7. bis 17. März, ganz groß. So, und da könnt ihr dann feiern. Wir haben ja ein paar Stunden Zeitverschiebung, das heißt, dort ist es später. Da ist es später, ich glaube 8 Stunden oder so. Das heißt, wenn das hier losgeht, oh, da ist es da schon früh am Morgen. Nein, also ich mache mal keine Zeitauskunft, keine Zeitansage, sondern ich sage nur der Tag. Ob ich da berichten werde, das selbstverständlich mache ich das. Das ist ja auch das Motto meines, ja, wo mein Kanal entstanden ist, wollt ihr wissen. Der ist in der Dominikanischen entstanden. Da habe ich das erste Video gemacht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, zeig doch mal die schönen Strände auf. Und habe ich das gemacht. Und dann ja hier wieder zurück nach Gran Canaria, habe ich mir gedacht, Mensch, viel schöne Strände haben wir nicht, aber dann nimmst du die Kamera eben mit. Und so kam das dann. Und das heißt ja auch im Kanal für die schönsten und schönen Momente im Leben, gerade wo man dann ist. Jetzt kommen einige und sagen, ja, das heißt aber Harry Hurtig, Gran Canaria. Genau so ist es. Und deswegen Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich habe schon viele Fragen jetzt von Leuten, gerade jetzt im persönlichen Gespräch. Die freuen sich schon auf die Berichte. Und wer es nicht möchte, ganz einfach, gibt es eine ganz einfache Lösung. Nicht anschauen, weil es wird in der Überschrift ganz deutlich erkennbar sein, dass ich dann, wo ich dieses Video sende, nicht hier bin. Ja, also nicht überrascht sein und sagen, hoch, ich habe gedacht. Also ganz eindeutig für den, der es nicht sehen möchte, der klickt dann dieses Video nicht an. So, ich sehe gerade, da blinkt mein Moped. Was heißt das? Harry hat seinen Helm am Moped liegen lassen, klar, aber hat auch den Schlüssel stecken lassen. Sollte man nicht tun, nein. So, also lange geredet jetzt heute. Ah, ich nehme euch noch mit bis zum Tropical. So, weiter geht's. Hier geht's jetzt Richtung Corona Rocha. Ja, hier habe ich ja einen Bekannten, Pedro, der hatte ein Apartment hier zu verkaufen. Der ist ja schon sehr viele Jahre auf der Insel und dann hat er das wiederbekommen zum Verkauf, was er dem Eigentümer damals verkauft hat. Dann hat er sein Schild auf dem Balkon gemacht und innerhalb von 35 Minuten war das Apartment wieder verkauft. Ja, wie ist das möglich? Wir sind hier am Omnibusbahnhof. Wie das möglich ist, kann ich euch sagen. Da hat jemand aus dem Haus erfahren, dass in seinem Haus ein Apartment zu verkaufen ist. Dann hat er da angerufen und hat nach dem Preis gefragt und dann hat er gesagt, kaufe ich. Und das war 35 Minuten, nachdem der wieder zurück war, der Pedro, und das Schild angebracht hatte. Also, sowas gibt es. Hier ist das Hotel Parque Tropical. Hier verabschiede ich mich. Und hier müsst ihr mal reinschauen. Bis dann. Hasta luego. Bis zum nächsten Mal.
Hallo zusammen. Ja, der Plan B ist fertig. Harrys Plan B, beste Ausflugsziele auf der Insel Gran Canaria, hier vorgestellt. Ja, ich blätter ein bisschen darin und ihr seht, wie umfangreich der Plan B geworden ist, mit ganz vielen Zielen, 24 an der Zahl, Specials und natürlich auf einem guten Druckpapier für euch gedruckt, in gebundener Ausgabe und mit vielen Informationen, Santa Lucia, Agemes, Agenegin, Las Palmas, die Strände und hier natürlich auch die einzelnen Busverbindungen über die ganze Insel. Also ich denke, ein Rundum-Paket für alle etwas dabei. Ja, da haben wir ihn vorgestellt letztens und hier seht ihr ein paar Einblicke davon, ein paar PDF-Dateien und sogleich auch mal so das ein oder andere Ziel, das euch erwartet. Ja, und da geht's auch schon so langsam los. Wir gucken jetzt gleich mal auf ein Ziel, nämlich Las Palmas. Und ich denke, das wird auch den einen oder anderen interessieren. Ich habe das so zusammengestellt, dass ihr im Plan B immer seht, wo geht's lang, wie komme ich hin, was sind für Busverbindungen, Autostrecken und natürlich die dementsprechende PDF-Datei, die euch auch erklärt und zeigt, gibt es Sehenswürdigkeiten, gibt es Lokale, Essen, Trinken, ganz wichtig, und natürlich auch die Strände. Ja, also natürlich auch in Las Palmas und auch rund um Las Palomas und natürlich auch die ganze Insel. Norden, Süden, Osten, Westen, alles ist mit dabei. Und ich hoffe, der ein oder andere hat Spaß und Freude daran. Wir haben ja schon einige damit glücklich machen können. Und vielleicht anhand der Bilder und anhand der Vorstellung hier auf dem Kanal seht ihr dann noch einmal, was euch erwartet. Ja, ich denke, das ist ein gelungenes Werk. Ich hoffe es zumindest und ihr habt wirklich Spaß daran und werdet euch das Exemplar einfach besorgen. Schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail, am Ende des Videos ist die E-Mail-Adresse aufgeführt und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ja, alles Liebe, alles Gute zusammen für euch alle und bis bald, ihr Lieben, auch auf Gran Canaria oder bei Bestellung des Plan B. Dankeschön, ihr Lieben. Tschüss.